Jetzt gibt's was Feines zu futtern. In der Küche gibt es Laugenstangen. Und zwar nicht nur trocken und leer, sondern Martin Gerlein füllt die, macht die so richtig schön würzig, saftig. Also das ist dann echt ein Abendessen. Das ist ein richtiges Abendessen. Es geht sehr schnell. Man kann es mit all dem machen, was der Kühlschrank hergibt, ohne noch mal großartig einkaufen zu gehen. Und du siehst, ich habe ein Exemplar schon mal für dich hergerichtet, damit dir schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft. So soll es am Ende aussehen. Das schiebe ich jetzt schon mal in den Ofen. Es braucht so 10 Minuten. Mhm. Und man erkennt auch schon so ein kleines bisschen die Ähnlichkeit zu dem ein oder anderen Produkt, das man auch kaufen kann aus der Kühltheke. Aber wir zeigen jetzt einfach mal, dass man das gar nicht muss, sondern dass man es eben auch ganz, ganz schnell selbst machen kann und die Zubereitungszeit eigentlich praktisch die gleiche ist. Und man kann noch ein paar gesunde Sachen reinpacken. Man kann den Kühlschrank leerräumen, damit nichts vergammelt. Das ist genau. So viele Fliegen mit einer Klappe. Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Kann ich denn auch eine alte Laugenstange dafür hernehmen? Also nicht ganz alt, aber eine von gestern? Du kannst sogar eine ganz, ganz alte dazu hernehmen, die richtig trocken ist. Einfach ein kleines bisschen einreiben mit einem feuchten Tuch oder kurz in ein feuchtes Tuch. Regen, dass es ein kleines bisschen weich wird, damit ich eben sie noch mal zerschneiden kann und sie nicht komplett zerbröselt. Das geht auch ganz leicht mit einem Brotmesser. Ich schneide zu immer erst ganz leicht die Ecken ab, hier an der Seite, damit sie dann auch später gerade auf dem Brett stehen kann. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann kippt mir ja die Lauge, die Stange immer um. Also ich brauche einen stabilen Boden. Und dann schneide ich das in der Mitte durch. Und dann habe ich im Prinzip schon die Grundlage für mein Baguette. Wichtig hier auch, nicht diese klassische Geschichte so durchschneiden, was man schnell mal annimmt. Wir machen kein belegtes Brötchen, deshalb es ist tatsächlich so, dass ich die Dicke brauche, damit das schön saftig ist, damit die Marinade aufgenommen werden kann und damit das wirklich schön langsam backen kann. Die Stückchen nehmen wir auch mit und jetzt geht es schon an die Füllung. Dann brauchen wir zuerst ein bisschen Öl in der Pfanne. Dann kommt das schon mal rein. Dann machen wir noch einen Apfel dazu. Ich habe jetzt einfach mal auch im Rezept die Sachen genommen, die ich immer zu Hause habe, wo ich mir keine großen Gedanken machen muss. Apfel in Würfel schneiden. Da kann ich auch jedes andere Obst dazu nehmen, das irgendwie ein kleines bisschen Säure hat und nicht allzu viel Flüssigkeit. Also es soll jetzt keine Orange sein oder sowas, wo ich wirklich extrem viel Flüssigkeit habe. Apfelbirne, genau, eine Pflaume. Auch, was auch sehr, sehr gut geht, sind die getrockneten Obstvarianten, die man mal immer schnell zu Hause hat. Da muss man dann einfach halt ein kleines bisschen Säure danach zugeben. Eben, die bringen ja eher Süße denn Säure. Die bringen die Süße mit. Da brauche ich dann einfach halt noch einen Zitronenspritzer oder ein Stückchen Essig, geht auch. Mhm. Ich kann das wirklich ganz nach Geschmack machen. Vegetarisch natürlich auch kein Problem. Wir haben jetzt so eine Schinkenvariante gewählt, weil doch immer jeder auch ein bisschen Speck oder irgend sowas zu Hause hat. Und das dünsten wir jetzt ganz langsam an. Dann machen wir noch so ein bisschen getrocknete Tomate rein. Oh ja, immer gibt gut. So ein bisschen, genau. Dieses Umami heißt Umami. Es, aber es ist, wie so ein Turbo, ne? Das Geschmackstobo. Das hilft auch den anderen Sachen. Ja. Also all den anderen Dingen, die vielleicht noch nicht so vollgereift sind oder weil das Brot ja auch schon trockener ist, einen Tag gereift, das gibt dann einfach nochmal sehr viel Geschmack zurück. Aufschneiden, alles rein. Und wenn man es vegetarisch halten will, lässt man einfach einen Speck weg. Punkt. Lässt man einfach oder den Speck, Schinken weg, genau. Nimm dann, kann dann ergänzen durch Pilze oder irgendetwas anderes. Also auch so eine komplett verrückte Variante mit Curry und Ananas und solchen Geschichten. Ja, gut, Toast dabei. Genau, das, was man vom Toast dabei kennt oder von so ganz basicen Pizzageschichten. Das geht alles. Und das macht auch schon auch Spaß, die Zubereitung. Wie gesagt, es ist diese selbstgemachte Alternative zu dem TK-Produkt, dass man immer mal wieder schnell und unkompliziert herrichten kann. Ist ein Abendessen, ist aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel nur ein paar Freunde zum Glas Wein oder auch ein Bier da hat, auch wunderbar, oder? Kann man in den Ofen schieben. Kann man das auch kalt essen oder ist das schon das, was noch gewisse Wärme haben sollte? Man kann es auch kalt essen, aber nur wenn
die Laugenstange nicht zu alt war. Okay. Also dann habe ich tatsächlich das Problem, wenn die Laugenstange schon sehr alt war, dann backen die ja so ein bisschen auf, wenn ich es backe, nimmt die Feuchtigkeit auf, aber gibt es halt eben ganz schnell wieder ab. Okay. Und dann habe ich zum Schluss dieses zähe Ding da unten. Mhm. Das ist dann schwierig. Na gut, gerade für die Sachen, die du gesagt hast, wenn mal ein paar Freunde kommen oder man braucht mal schnell was, auch unangekündigt, lässt sich das immer schnell zaubern. Wenn ich es jetzt als Abendessen machen würde, würde ich mir noch so einen Salat dazu machen oder vielleicht so ein bisschen Gemüse, damit das einfach auch noch eine säurehaltigere Variante dazu kommt. Und dann ist das eine komplette Mahlzeit. Dankeschön. So. Mach du mal hier die Fülle fertig, weiter. Dann können wir da gleich mal das zeigen, wie man das dann alles auf dieses Ding da drauf kriegt. Und das ist echt was Tolles, was man jetzt in der Fastenzeit Gästen anbieten kann. Da ist egal, wer wie fastet, kann irgendwie jeder mitessen. Und ein schönes Geschenk so im Glas. Genau. Und die Füllung auf so einen Keks drauf und gratiniert schmeckt bestimmt auch gut. Ja, okay. So, wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Marinade. Jetzt haben wir ein Ei, ein bisschen Sauerrahm. Vielleicht für alle, die jetzt gerade später dazugekommen sind, wir machen gefüllte Laugenstangen. Und das, was du da gebraten hast, ist ein Äpfel, Lauch, Speck bzw. Schinken. Genau, ein bisschen Tomate dazu. Tomaten, getrocknete. Und jetzt kommt der Schmackofatz, der das Ganze zusammenhält. So ist es. Das ist praktisch das Bindeglied zwischen unserem Laugenstängchen und der Füllung. Mache ich einfach auch rein jetzt. Und verrühre das einmal. Und das ist die Grundlage, die ich eben ja auch eben auf den Keks machen kann. Oder wenn ich keine Laugenstange habe, dann geht eben auch ein normales Brötchen. Das ist dafür alles möglich. Dann nehme ich einen Löffel, mache das jetzt drauf. Und das setzen wir richtig schön dick drauf. Es gibt jetzt noch einen Tipp, das habe ich natürlich nicht gemacht. Meinen eigenen Tipp mache ich nicht. Wenn ich das Brot im Vorfeld einmal in der Mitte schon teile, also nochmal so, dann habe ich später ein bisschen leichter beim Servieren. Das muss ja auch irgendwie auf den Teller. Und je länger das ist, je weicher ist es halt dann so. Und dann gibt es halt auch ein bisschen, dann ist das schon anspruchsvoller, das Ding rüber zu heben. Wenn man das vorher ein bisschen, bevor man es überbackt, schon zurechtschneidet, dann geht es einem dann. Aber wieder zusammenschiebt, weil sonst hat man ja zu kleine Flächen, um sie zu füllen. Genau, also alles wieder zusammenschieben, aber schon mal schneiden. Okay. Und wenn ich es dann mit der Spachtel nehme, dann fällt das eh schon da, wo der Knick drin ist. So, ein bisschen Käse noch. Den wollte ich nämlich gerade anmahnen, ob es keinen Käse gibt. Der kommt schon auch drüber. Immer, ne? Käse. Bisschen gratinierten Käse. Das ist ein Bergkäse oder was nimmst du das? Das ist ein ganz normaler Bergkäse. Auch hier was weg muss? Ja, genau. Geht auch ein Gouda oder irgendwas anderes. Mhm. Nur halt, es sollte halt so ein fester oder mindestens ein halbfester Käse sein. Mhm. Kein Camembert, das hat wieder zu viel Feuchtigkeit, da kriege ich es später nicht weg. So, machen wir jetzt alles drauf noch. Und so geht das in den Ofen, so 10 Minuten. Und dann können wir mal gucken, wie uns das schon geworden ist. Bei wie viel Grad? Also 180, 200 Grad würde ich schon nehmen, damit es auch schnell geht, damit es nicht zu trocken wird. Wenn ich jetzt einen Ofen habe, der eine Grillfunktion hat und das Baguette frisch war, dann würde das auch reichen. Also dann müsste ich jetzt den Ofen nicht unbedingt, hoppala, piepst mein Herd. Stell es mal auf die andere Seite. Da muss ich das nicht unbedingt mit dem Backofen komplett heizen, sondern ich kann dann einfach nur die Grillfunktion. Genau. So, mal ein bisschen lösen. Und dann ziehe ich das so rüber. Ah, oh, sehr gut. Und dann müssen wir jetzt auch. Jetzt kriegt jeder so ein ganzes? Nee, du kriegst nur ein halbes, ich esse eineinhalb. Du hast ja vorhin so schön Yoga gemacht und ich dachte, du wirst bestimmt noch Sport machen heute Abend. Dann möchte ich dich nicht so arg belasten. Rücksichtsvoll. Manchmal möchte ich aber gar keine Rücksicht, sondern essen. Nein, das sieht wirklich toll aus und es duftet auch. Das ist halt immer, wenn Schinken und Zwiebeln und sowas im Spiel ist. Ich habe sie jetzt auch ein bisschen klein geschnitten, dann kannst du das ein bisschen leichter verkosten. Ah. Ich gebe dir gerade noch dein Besteck. Ich danke dir, mein Lieber. Vielen Dank. Also es sieht auf jeden Fall schon mal sowas von saftig und... Es ist halt auch sehr, sehr unkompliziert. Ja. Und weil man sich nicht unbedingt an feste Vorgaben halten muss, was die Füllung angeht, ist das halt wirklich so ein, was ist im Kühlschrank drin Gericht. Und alles, was da im Kühlschrank drin war und jetzt da drauf ist,
Hat so einen genialen Platz gefunden. Genau. Kann man dann eben auch noch ein bisschen Kräuter drauf machen, ein bisschen Schnittlauch, wenn ich den noch habe. Oder einfach auch ein anderes Kraut, auch was Getrocknetes, Thymian, Majoran, all die Dinge. Einfach ein bisschen drüber streuen, dann gibt das nochmal ein bisschen Würze. Super. Super genial. Und es ist wirklich so, so einfach und hat so viele Aromen, so viel Geschmack. Und durch das Überbacken verschmilzt es natürlich so ein bisschen miteinander. Der Apfel ist nicht süß, also man beißt drauf und weiß nicht sofort, es ist ein Apfel. Und es ist einfach so ein schöner Bissen noch da drin. Ne? Die kleine, so ein bisschen das Säure, was ich da rauche, gibt der Apfel her. Und Zubereitungszeit im Verhältnis zu einem Fertigprodukt ist praktisch die gleiche. Da habe ich 5 Minuten länger im Ofen. Hier habe ich 5 Minuten vorher schneiden und habe das wunderbar zubereitet. Es ist nicht wirklich aufwendig. Super. Schmeckt sehr gut, Martin. Wie immer. Gerne. So, und jetzt muss ich das hier stehen lassen. Wie immer ungern. Ich passe drauf auf. Ja. Also so eine Laugenstange, sowieso klar, ist immer was Feines. Sie wissen ja, bei uns auf der App finden Sie das Rezept, auch in diesem Fall. Gucken Sie mal, es sieht sehr schön aus. Und gleich drunter ist auch Kochen mit Käse. Also für alle, die den geschmolzenen Käse jetzt in diesen nochmal kalten Winterauslauftagen schätzen und lieben, das sind noch andere schöne Überbackrezepte.